Precious Camouflage ist ein Tanzstück für 4 TänzerInnen und 4 KI-Systeme. Es geht um die Fähigkeit zu kommunizieren und zu interpretieren, und zwar sowohl auf Seiten der TänzerInnen als auch auf Seiten der KI-Systeme. In der Bühnensituation befinden sich eben die 4 TänzerInnen und 5 große LED-Screens, die auch das Bühnenbild bilden. Und letztlich manifestieren sich diese KI-Systeme in den LED-Screens. Das heißt, die Kommunikation mit den KIs passiert live. Die KI-Systeme können das Geschehen, den Tanz, die Performance live sehen, beobachten, interpretieren und weiterentwickeln. Das Ergebnis wird dann auch wiederum von den Tänzern aufgegriffen. Das Stück ist letztlich aufgebaut wie so ein komplexes Stille-Post-Spiel. Auf der Bühne gibt es eine Live-Kamera und diese Live-Kamera funktioniert sozusagen als Auge der Systeme, ist gekoppelt an die Computer, an die KI-Systeme, und die KI-Systeme gleichen ab mit ihren Datensätzen, was sie glauben zu erkennen, und geben bestimmte Wahrscheinlichkeiten heraus, was sie vermeintlich sehen. Die versuchen, das Geschehen in grammatikalischen Sätzen zu beschreiben, und sie versuchen zu illustrieren, was dort passiert. Die 4. KI ist eine KI, die mit Wasser- und Flüssigkeitsdaten trainiert wurde und die versucht, das Geschehen in Wasser und Ozean zu interpretieren. Das heißt, auf der Bühne sieht man 2 LED-Screens mit Text. Eine mit einer Illustration, eine mit der Wasserinterpretation und ein Live-Bild. Das Interessante eigentlich ist, gerade an dieser bildgebenden KI, dass die KIs, die vorgeschaltet sind, sehr häufig eine Tanzsituation verstehen und dementsprechend auch sehr häufig Illustrationen von einer Tanzsituation wieder auftauchen. Die KIs allerdings sehr beschränkt sind, was so den Output für den Tanz angeht. Also die KIs zeigen zum Beispiel wahnsinnig häufig Ballettsituationen oder Modern Dance. Denen geht also der politische Kontext vom Tanz eigentlich völlig verloren, weil sie mit Zeitgenossenschaft oder postmodernem Tanz oder diesen ganzen Strömungen natürlich nichts anfangen kann. Ich arbeite mit dem Mirevi Lab der Hochschule Düsseldorf zusammen, mit denen ich auch an den KIs forsche, mit denen wir diese KIs zusammen entwickeln. Das heißt, wir haben ganz viele Prototypen für KI-Systeme, mit denen wir gearbeitet haben. Und letztlich auf der Bühne sind es teilweise eben auch unsere eigenen KIs. Teilweise arbeite ich auch mit großen anderen Unternehmen zusammen, deren KIs wir verwenden dürfen. OpenAI ist eins von diesen Unternehmen, die mich als Künstlerin featuren. Seit 2022 bin ich eine von 15 geförderten KünstlerInnen weltweit. Das heißt, ich bekomme Zugriff auf frühe Alpha-Stadien, Beta-Stadien in den Systemen, aber können uns auch mit den EntwicklerInnen von OpenAI oder mit den EthikerInnen von OpenAI unterhalten und auch da austauschen, Einfluss nehmen, so gut es geht. Neben Kommunikation und Interpretation, was ja eigentlich sehr menscheneigene Fähigkeiten sind, geht es in dem Stück auch um Agency, also der Frage nach Handlungskompetenz und inwieweit wir sowas nicht nur den TänzerInnen, sondern auch den Systemen zugestehen können. Also letztlich geht es auch darum, diese Live-KIs, die ja wirklich auch das Geschehen im Augenblick der Show mitformen, in eine Situation zu bringen, wo sie selber etwas entscheiden, interpretieren können und diesen Kommunikationsloop anstoßen, auf den dann die TänzerInnen auch wieder reagieren. Also letztlich geht es bei Agency auch häufig um die Frage, wer etwas
wie viel beeinflussen darf und wem Einflussnahme zugestanden wird. Und diese Frage finde ich grundsätzlich sehr spannend, dass das nicht nur den TänzerInnen oder dem Publikum zugestanden wird, sondern eben auch solchen Systemen, die, so wird es ja zumindest suggeriert, ein eigenes Intelligenzsystem haben. Und für die Kunst ist das eine spannende Frage, ob und wie sie eigentlich so etwas formen dürfen und können und was wir davon eigentlich wollen. Zum einen könnte man jetzt platt sagen, dass der Mensch jetzt zu einem Großteil aus Wasser besteht. Tatsächlich ist aber auch die Behauptung des Stücks, dass Spucke oder Körperflüssigkeiten das einzige verbleibende Element ist, was uns unterscheidet von digitalen Systemen und von KIs. Das heißt, in dem Stück geht es immer wieder darum, sich unabhängig zu machen, wieder die eigene Agency zu erlangen. Und dies ist uns aber eigentlich nur noch möglich, indem wir sabbern, während wir unseren Tätigkeiten nachkommen, weil uns in diesem Augenblick die KI nicht mehr sehen kann. In der Recherche sind wir ziemlich schnell darüber gestolpert, dass ein KI-System einen Menschen unfassbar detailliert beschreiben kann und dass aber menschliche Affekte, die wir normalerweise eigentlich nicht zeigen wollen, wie Niesen oder Husten oder sowas, dass die einfach nicht in den Datensätzen vorkommen, mit denen KIs trainiert wurden. Und dementsprechend sind diese Dinge, die wir normalerweise verstecken, wie so eine kleine Hintertür von dem, was uns als Mensch eigentlich noch unterscheidet von den KI-Systemen. Und die Spucke als Plateau in verschiedene interpretatorische Richtungen wie Alter und Baby und Krankheit und Fetisch und Sexualität und Essen und so weiter. Also auf jeden Fall als sehr aufgeladene sinnliche Flüssigkeit kam mir als besonders sinngebend vor, um die Menschlichkeit oder aber auch die eigene Macht über das Sein zu zeigen. Die Wasser-KI ist deshalb für uns besonders interessant gewesen, weil sie die Agency rund um die Spucke-Thematik wieder aufgreift und wir sie mit ungefähr 20.000 eigenen Wasser- und Flüssigkeitsbildern selber trainiert haben, die wir im Team aufgenommen haben. Ich glaube, eine große Herausforderung oder auch Gefahr mit KIs ist, dass sie einfach menschengemacht sind und dadurch sehr, sehr starken Grenzen unterlegen sind, die wir nicht sofort vor Augen haben. Das sind moralische Grenzen beispielsweise, die KIs gelernt haben durch ihre Art des Trainings und uns zurückspiegeln in ihren Antworten und die man aber als erstes dechiffrieren muss. Also wenn sich die KI weigert, Spucke zu zeigen, zu erkennen, neu zu erstellen, weil sie den Akt des Sabberns als respektlos empfindet, dann frage ich mich, was das eigentlich bedeutet für uns. Was bedeutet das für die Menschen, die wirklich sabbern? Was bedeutet das für den Akt des Sabberns? Denn Respektlosigkeit ist erstmal zunächst ein moralisches Urteil und das würde ich sehr gerne den KIs absprechen. Ich glaube, mir ging es nie darum, dass wir uns verstecken müssen oder moralisch über diese Systeme sprechen sollten, weil ich glaube, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt so etwas gar nicht einschätzen können. Aber worum es mir sehr viel geht, ist, dass uns die Möglichkeit gegeben wird, uns dann zu zeigen, wenn wir es wollen und nicht permanent Opfer zu sein und überwacht zu werden. Und deshalb scheint mir die Tarnung oder dieser bewusste Entscheidungsmoment, wenn wir uns zeigen und wenn wir uns nicht zeigen, ebenso wahnsinnig wertvoll. Und daher kommt der Titel Precious Camouflage.